Was geht, Leute von heute? Mein Name ist Rabix und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Wir haben die 100.000 Abonnenten auf YouTube geknackt. Wahnsinn! Ich hätte es mir überhaupt nicht vorstellen können, dass wir das überhaupt in so einer kurzen Zeit schaffen würden. Und wenn ich ganz ehrlich zu euch sein soll, dann habe ich die letzten zwei Wochen sogar extra nichts hochgeladen, weil ich die 100.000 noch gar nicht erreichen wollte. Ich wollte vorher nämlich noch was fertigstellen. Aber ich konnte ja auch nicht ahnen, dass selbst wenn ich nichts hochlade, dass ihr trotzdem wie behindert auf den Abo-Button hämmert und ja, die 100.000 voll macht. Und ja gut, jetzt wo wir die 100.000 schon haben, kann ich euch auch sagen, woran ich gerade arbeite. Und zwar ist das ein Discord-Server, das habt ihr euch ja schon sehr, sehr lange gewünscht. Der ist gerade in Arbeit, der ist leider noch nicht fertig. Wie gesagt, ich hatte gehofft, dass ihr mir dann noch ein bisschen Zeit lasst mit den 100.000, aber der ist jetzt sehr, sehr bald fertig. Und das ist auch wieder ein komplett neues Kapitel für mich, weil ich überhaupt keine Ahnung von Discord hatte und mich da richtig reinarbeiten musste und immer noch muss. Aber es ist auf jeden Fall eine neue und coole Sache für mich und für uns, wo wir, denke ich mal, eine ziemlich gute Zeit drauf verbringen können. Ich habe es zwar schon mal gesagt, aber ich sage es einfach nochmal. Ihr wisst ja, auch wenn wir jetzt schon die 100.000er-Marke geknackt haben, ich habe ja noch gar nicht richtig angefangen mit YouTube. Ich mache das ja eigentlich eher noch absolut als Hobby. Viele würden in meiner Position jetzt nach den Sternen greifen wollen oder ja, halt komplett abgehen wollen, aber ich bin da halt noch etwas anders unterwegs und ich hoffe, ihr respektiert und versteht das auch. Ich habe jetzt noch ein Jahr Ausbildung vor mir, die ziehe ich natürlich auch durch und was danach dann kommt, das werden wir dann sehen. Was sich auch viele von euch gewünscht haben, ist, dass ich mal auf dem PC spiele. Und ganz genau das habe ich auch für euch gemacht. Ich habe mir einen Account erstellt, beziehungsweise GTA für den PC gekauft und dann einen Account erstellt und mich einfach mal in die PC-Lobbys geworfen. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin schon mein Leben lang Konsolenspieler. Ich habe fast überhaupt keine PC-Spielererfahrung, sprich ich kann absolut null mit Maus und Tastatur umgehen. Zumindest habe ich halt absolut keine Erfahrung damit. Deswegen muss ich noch eine Menge üben, um auf dem PC mit guten Spielern mithalten zu können. Aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und wer weiß, was die Zukunft so bringt. Gut, der Vorteil bei GTA ist jetzt auch, dass man das auch mit einem Controller spielen kann. Das habe ich in Fahrzeugen natürlich auch gemacht. Ich habe in Fahrzeugen mit einem Controller gespielt und am Boden habe ich mit Maus und Tastatur gespielt. Und ja, wie das Ganze so gelaufen ist, das seht ihr jetzt im Video. Also wie ich bereits gesagt habe, habe ich mir einen Account erstellt und habe dann einfach mal schon die Einführung gezockt und da bei dem Kauf von GTA direkt dieses Criminal Minds Paket dabei ist, hatte ich auch schon ein gutes Startkapital auf dem Konto und das Coole ist tatsächlich auch, dass man durch dieses Criminal Minds Paket oder dieses Starterpaket halt ziemlich viele Sachen auch schon kostenlos kaufen kann. Was ich ziemlich nice für Anfänger finde und das habe ich natürlich auch ausgenutzt. Gut, das Apartment war jetzt nicht kostenlos, was ich haben wollte, aber das wollte ich auf jeden Fall haben. Ganz wichtig war für mich dann auch der Frogger. Ich habe sofort den Frogger gekauft, den man auch kostenlos erhalten kann. Und ja, weil ich ja gerade schon mal in der Nähe von der Militärbase war, dachte ich mir so, komm, warum eigentlich nicht? Probierst du mal direkt mit dem Jet rumzufliegen und einfach mal zu schauen, wie das Fliegen auf PC ist. Mein erster Eindruck zum Thema Jetfliegen, Hammer. Wirklich Hammer auf dem PC. Das Kameramovement ist total smooth und man merkt auf dem PC richtig diese hohe Framerate. Also es ist wirklich super entspannt und spaßig auf dem PC zu fliegen. Wie gesagt, ich bin mit einem Controller geflogen. Nicht mit Maus und Tastatur. Mit Maus und Tastatur ist das ziemlich schwer. Ich würde es jedem empfehlen, auf dem PC das mit dem Controller zu machen. Und ja, es hat gar nicht lange gedauert, da habe ich schon Bekanntschaft mit der nächsten Kategorie gemacht. Da war natürlich wieder Noobbike, ne? Was einen dann verfolgt hat und Raketen hinterher geschossen hat, man kennt's ja. Ich bin ausgewichen und der Typ war aber gar nicht so drauf und dran, mit seinem Noobbike mich zu verfolgen. Nein, der ist dann auf dem Macebank Tower gelandet und hat mich dann gesniped. Und da habe ich dann mal gemerkt, wie krass auch das Snipen auf dem PC ist, weil der hat mich ja fast nonstop gehittet und der Jet war schon ultra schnell am Rauchen. Ich dachte so, meine Fresse, was geht denn hier ab? Ich habe mich dann über ihn begeben und habe ihn dann mit dem Jet geholt und da kam dann auch schon direkt der nächste, der war dann auch schon in dem Jet, der hat wahrscheinlich auf mich gegeiert. Ja, und der hat mich dann auch gekillt. Das war direkt so die erste Lobby-Erfahrung, die ich gemacht habe. Dachte ich mir erstmal so, ja, nice, fängt ja schon mal gut an. So, der Typ, den ich dann mit dem Jet gekillt habe, der war erstmal toxic. Der wollte sich das gar nicht gefallen lassen, von einem Low-Level gekillt zu werden. Der wollte auf jeden Fall seinen Kill zurückhaben und hat mich dann eine Weile verfolgt.
Ich habe dann allerdings den Low-Level-Asi-Move gezogen, habe den Passiv-Modus aktiviert, bin in den Heli und dann weggeflogen und habe mir erstmal direkt einen neuen Jet geklaut. Natürlich hätte ich den jetzt anders bekämpft, wenn ich auch die Möglichkeiten gehabt hätte, aber ich hatte ja nichts außer die Möglichkeit, mir den Laser zu klauen, deswegen habe ich auch nur das gemacht. Dieser Jazz-Typ, der dann auch noch in der Nähe war, der mich vorhin geholt hat mit dem Jet, der habe ich mir erstmal gedacht so, yo Digga, dafür, dass du mich vorhin so gegeiert hast, drücke ich dir jetzt mal ein paar Kills. Ja, für einen Kill hat's gereicht und dann hatte ich direkt eine Fehlermeldung. Ja, nice. Nun gut, neue Lobby, neues Glück. Als ich dann in der neuen Lobby war, habe ich mir erstmal noch ein paar kostenlose Fahrzeuge gegönnt und die in meine Garage gestellt. Habe mich dann wieder in den Frogger gesetzt und bin wieder Richtung Militärbasis geflogen. Ich habe dann auf dem Weg erstmal die ganzen Events ausgeblendet, weil das sind einfach nur Sachen, die nerven. Die sind in meinen Augen auch nicht wirklich notwendig. Wenn ihr da Bock drauf habt, klar, könnt ihr das anlassen und mitspielen, aber es bringt nicht wirklich viel, also habe ich es ausgemacht. Und erstmal die Karte ein bisschen aufgeräumt, dass ich nicht so viele verschiedene Icons auf der Map habe, sondern wirklich nur das sehe, was ich auch brauche. Ich habe mir dann wieder ein Jet geklaut und dann ist mir aufgefallen, dass da noch ein Typ war, der sich auch ein Jet geholt hat. Und ja, wir waren am Anfang eigentlich ziemlich friendly gegenüber. Also er hat nichts gemacht und ich habe nichts gemacht. Und dann dachte ich so, okay, cool, dann fliegen wir jetzt halt einfach mal friendly so rum. Ja, bis er dann halt auf die Idee kam, mir Raketen hinterher zu schießen. Und da dachte ich mir so, ja, nee, Digga, warum machst du denn das jetzt? Ah, also habe ich mich umgedreht und den dann vom Himmel geholt. So, hat gar nicht lang gedauert, da habe ich dann auch schon mit dem größten Problem auf dem PC Bekanntschaft gemacht, und zwar den Moddern. Hier waren direkt zwei Modder in der Lobby, der eine hieß Hatchinger oder so. Der hat sich erstmal zu mir teleportiert, dachte ich mir so, alles klar, nice, fängt ja schon mal gut an hier. Ich habe diesen Kroto dann noch zweimal geholt und dann ist mir halt aufgefallen, dass die Lobby diesen Modder meldet bzw. reportet. Und da habe ich mich dann angeschlossen, weil ich das Modden auch ziemlich behindert finde auf dem PC. Ja, und dann habe ich erstmal eine Orbi gedrückt bekommen, ne? Am Krankenhaus hat sich dann der zweite Modder zu mir geportet und hat dann erstmal wie der letzte No-Hand mit seiner Expo-Schrotflinte rumgeballert und hat ein bisschen gebraucht, um mich dann zu treffen. Das war schon ziemlich witzig, aber ja, was erwartet man auch von Moddern und God-Mode-Nutzern und so, ne? Das sind halt jetzt nicht so die besten Spieler, aber ich denke mal, das wissen wir alle. Aber ich dachte mir so, gut, kein Ding, suchst einfach eine neue Lobby, vielleicht ist da ja keiner drin. Ich also in eine neue Lobby gejoint und ja, was ist da direkt passiert? Da sind mir die zwei Typen doch tatsächlich nachgejoint. Ich war gerade in meinem Jet und dachte mir so, echt jetzt? Sind die mir jetzt echt nachgejoint? Oh Mann, ey. Ja, hat auch gar nicht lange gedauert und dann hat es schon wieder Orbis geregnet. Und dachte mir so, jo, okay, alles klar. Dann joint mir doch in der nächsten Lobby nochmal. Also habe ich nochmal die Lobby verlassen und bin in die nächste gejoint. Und dachte mir so, ja, kein Ding, das Spiel kann ich jetzt den ganzen Tag spielen. Ich wechsle die Lobby und ihr joint mir hinterher, gar kein Problem. Aber es hat sich herausgestellt, in der dritten Lobby sind sie wieder nicht nachgejoint. Und ich hatte dann in der Lobby ein bisschen Zeit, mich nochmal ein bisschen mit den Flugmechaniken auf dem PC auseinanderzusetzen. Und Leute, ich kann euch sagen, ich war sowas von geflasht. Es ist einfach unbeschreiblich. Also ich kann wirklich nur jedem guten Konsolenpiloten empfehlen, das Gleiche mal auf dem PC auszuprobieren. Es ist ein Segen. Es fühlt sich so smooth an. Und es ist einfach gefühlt viel einfacher, auf dem PC mit dem Controller zu fliegen, als auf der Konsole. Ist ja logisch, weil man hat viel mehr Überblick, die Renderdistanz ist viel größer, die Frames sind viel besser, alles ist viel flüssiger, es fühlt sich auch viel flüssiger an natürlich. Es ist einfach nur geil, es macht einen Riesenspaß. Alles, was ich so auf der Konsole an Tricks ziehen kann, kann ich auch auf dem PC problemlos ziehen, sogar noch besser gefühlt. Und ich dachte mir nur so, geil, ist das Hammer. Auch die Kameraverfolgung, wenn man den rechten Stick reindrückt und dann quasi sein Ziel im Auge behält, ist viel, viel einfacher auf dem PC als jetzt auf der Konsole. Und das habe ich einfach nur extremst gefeiert. Rückwärtsfliegen auf dem PC auch überhaupt kein Problem, ist genauso möglich, wenn nicht sogar besser. Funktioniert auf jeden Fall alles einwandfrei. Hammer. Ja, dann hatte ich den nächsten Fehler, dachte ich mir so, meine Fresse, passiert das jetzt die ganze Zeit? Werde ich jetzt aus jeder Lobby rausgeworfen? Das wäre schon ziemlich nervig. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube, das lag auch viel an meinem Internet. Weil, obwohl ich eine 100K-Leitung habe, habe ich hier nicht das beste Internet. Es kommt zwar 100K durch, aber es ist halt nicht stabil. Also wirklich absolut null stabil. Ich war dann wieder in einer neuen Lobby und da wollte ich die Kameratechnik und den Jet mal ein bisschen testen. Und da sind mir dann zwei aufgefallen, die da gefightet haben. Da war dann ein Typ,
der über Level 100 war, der einen Level 26er oder einen Low Level auf jeden Fall abgefarmt hat. Und dachte ich mir so, ja, perfektes Ziel zum Testen. Da fliege ich jetzt mal hin und teste mal das Laserfliegen auf dem PC. Und Leute, ich hatte einen riesen Spaß. Ich habe mich gefühlt wie Jesus im Jet, höchstpersönlich. Auf der Konsole muss man gefühlt auf 100 Meter ranfliegen, bis man die Spieler auf dem Boden überhaupt sieht. Auf dem PC sieht man die gefühlt von 3 Kilometern aus der Luft. Es ist sowas von cool. Das habe ich natürlich ausgenutzt und ich konnte die Gegner easy one-clappen mit dem Jet. Immer nur eine ganz kurze kleine Salve runterballern, tot. Ich hab's geliebt, es war der Hammer. Ich habe das Ziel gesehen, bupp und tot. So Kills liebe ich einfach. Den Jet allgemein, klar, den Laserjet finde ich halt OP, ist auch einfach so, ist ein krankes Ding, aber einfach nur Hammer, wie leicht man auf dem PC damit die Ziele killen kann, ohne da jetzt wie der größte Vollidiot irgendwelche riesen Kreise runterballern zu müssen oder irgendwelche Mandalas auszumalen. Einfach nur straight runter, das Ziel sieht man dann schon, kurz eine Salve ballern und tot. Fertig. Mehr muss man gar nicht machen. Und da nicht wie der letzte Idiot. Das braucht man gar nicht. Nicht auf dem PC. Auf der Konsole kann ich es nachvollziehen. Auf dem PC? Nee. Man kann die Ziele auf dem Boden sehen, ohne Probleme. Also auf jeden Fall hier an die erfahreneren Piloten unter euch. Wenn ihr wirklich Laser fliegen könnt, dann macht es so wie hier im Video. Weil das geht. Das ist möglich. Ihr könnt die so einfach killen. Ihr seht die ja. Auf der Konsole ist es schwieriger, das gebe ich zu, wegen der Renderdistanz. Aber hier auf dem PC, meine Fresse, das ist ja sowas von geil. Dennoch muss ich auch dazu sagen, das hat natürlich auch was mit der Augenkoordination zu tun, ja. Manchmal habe ich auch auf dem NPC geschossen, weil ich dachte, das ist ein Spieler. Also da muss man sich dann schon noch ein bisschen konzentrieren, aber im Großen und Ganzen kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Mich hat da natürlich auch wieder Noobbike angegriffen, ist ja klar, aber auch das ist auf dem PC viel einfacher zu treffen als auf der Konsole. Und der Typ, den ich mir vorhin vorgeknöpft habe, ja, der hat erstmal gedacht, dass ich modde, ne? Schreibt mir Reported Bro. Der kam überhaupt nicht darauf klar, dass ich den da so easy weggeflext habe. Hab ihn dann erstmal gefragt, wie es ist, von einem Low-Level gekillt zu werden. Ja, daraufhin hat er dann die Lobby verlassen. Ne? Ich hatte dann auch schon direkt meine nächsten Ziele. Klar, das waren jetzt keine High-Level, aber die haben mich die ganze Zeit auch angegriffen. Und ich wollte einfach noch weiter diese Mechanik ausprobieren auf dem PC. Beziehungsweise wollte das einfach noch ein bisschen reinkriegen, noch ein bisschen weiter üben. Und ich fand's einfach cool. Es hat einfach Bock gemacht, die direkt auf dem Boden sehen zu können und die da so easy wegzuholen. Diese Kameratechnik habe ich ja schon in meinem Jetguide angesprochen. Von wegen schön drüber fliegen, rechten Stick reindrücken, dann die Kamera so drehen, dass man die ganze Zeit das Ziel auf dem Boden im Auge behält und den Jet dann, während man die Kamera quasi auf dem Boden hält, dann drehen. Und so hat man die ganze Zeit das Ziel in Sicht und kann dann noch viel einfacher den letzten Standpunkt des Ziels ausmachen und das Ziel dann halt easy wegholen. Ich habe mich dann von denen abgewendet und noch ein paar Kunstflüge gemacht. Ich war wie in so einem kleinen Rausch, kann man sagen. Es hat sich einfach voll nice angefühlt, so auf dem PC so easy fliegen zu können. Deswegen war ich so voll so, boah, mega geil. Hab dann, wie gesagt, so ein paar Kunstflüge gemacht und hab dann auch so eine Fahrzeuglieferung dann beschützt, sag ich mal. Bin der dann recht kunstvoll hinterhergeflogen und so wie die da reagiert haben, sehen die das jetzt auch nicht so oft, dass da jemand so mit dem Jet dann um die herumfliegt. Ich glaube auch allgemein, da bin ich mir allerdings nicht so sicher, dass auf dem PC jetzt nicht so viele Piloten unterwegs sind in dem Sinne, weil viele PC-Spieler kennen halt auch nur Maus und Tastatur und spielen natürlich auch nur Maus und Tastatur. Und mit Maus und Tastatur, soweit ich das jetzt beurteilen kann, kann man da jetzt nicht so gut in GTA fliegen. Also da gibt es bestimmt ein paar Cracks, die das drauf haben, aber mit Controller ist es doch wesentlich einfacher. Und ja, wie gesagt, mit dem Controller sind auf dem PC halt, denke ich mal, eher weniger Leute in Berührung gekommen. Und deswegen ist Fliegen da, glaube ich, auch nicht so mega verbreitet wie jetzt zum Beispiel auf der Konsole. Aber das ist auch nur eine Vermutung von mir und das, was ich halt so grob erlebt habe bis jetzt auf dem PC. Da waren sich dann wieder ein paar in der Lobby am Boden am Fetzen und ich dachte mir so, komm, fliegst du nochmal vorbei und spielst nochmal ein bisschen mit. Und ja, ich dachte mir so, wenn du die Ziele sowieso schon so gut auf dem Boden sehen kannst, dann kannst du es auch eigentlich mal versuchen, da mit ungelenkten Raketen mit dem Jet runterzuballern. Wie gesagt, ihr kennt mich ja, mir ist das dann doch zu öde, immer das Gleiche zu machen. Also habe ich die Raketen
Raketen ausgepackt. Ja, und das muss ich zwar noch ein bisschen üben, aber das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. So, vom Jetfliegen hatte ich dann erstmal genug. Ich dachte mir so, okay, alles klar, Jetfliegen, das kannst du, das ist hier ziemlich nice. Probier es mal auf dem Boden. Und auf dem Boden lege ich den Controller weg und spiele mit Maus und Tastatur. Und ja, wie gesagt, Maus und Tastatur und Rabbix, ja, das passt noch nicht so gut zusammen, aber ich habe mich gar nicht so schlecht geschlagen, würde ich sagen. Ich habe mir dann erstmal die Basic-Waffen bei Ammunition gekauft, die man sich auch mit dem Level 1er kaufen kann. Ich hatte ja schon das Geld und habe mich dann damit erstmal mal so ein bisschen auf die Straße begeben. Und mir ist dann tatsächlich aufgefallen, dass das Snipen und das Aim allgemein auf dem PC, was natürlich verständlich ist, nochmal viel einfacher ist. Und es ist einfach krass. Also klar, viele von euch kennen das wahrscheinlich schon, aber ja, für mich ist das einfach ein komplettes Neuland. Und ich dachte mir so, boah, wie krass ist das denn bitte auf dem PC? Ich habe erstmal einen Typen aus dem Heli gesniped. Das war einfach mein erster Bodenkill. Dachte ich mir so, ja nice, fängt ja schon mal ganz gut an. Und ich war einfach so, wow, ich dachte mir so, krass, wie unterschiedlich das ist. Es ist jetzt nicht so mega heftig easy, aber es ist auf jeden Fall wesentlich einfacher auf dem PC als auf der Konsole. Wobei, ich muss natürlich dazu sagen, ich muss da trotzdem noch reinkommen und so, aber ich dachte mir einfach nur so, krass, wie genau man einfach auf dem PC die Leute da wegholen kann. Das ist ja abnormal. Deswegen müsst ihr auch immer unterscheiden, wenn ihr PlayStation 4 Content und PC Content von GTA seht, gerade was PvP betrifft. Wenn ich jetzt mal auch große YouTuber wie YouVersusPro, MadPro oder Modmus, wenn ich die jetzt mal anspreche, wenn die auf dem PC diese heftigen Snipes ziehen, da Leute aus dem Jet und so ballern, das ist auf jeden Fall krass und skillvoll. Aber wenn das jemand auf der Konsole macht, dann ist das nochmal heftiger, weil auf der Konsole ist das nochmal viel schwieriger als auf dem PC. Das ist zumindest meine jetzige Einschätzung. Ich muss natürlich noch ein bisschen auf dem PC spielen, aber so wie ich das bis jetzt beurteilen kann und wie ich bis jetzt so die Erfahrung gemacht habe, war das so, dass mir Snipen auf dem Boden wesentlich einfacher vorkam. Und muss halt auch noch bedenken, ich hatte noch gar keinen Schießenskill. Mein Schießenskill ist auf 0. Ja, ich war Low Level, meine ganzen Skills sind auf 0. Ich hatte nichts. Mein Schießenskill war auf 0 und trotzdem konnte ich die Leute da ziemlich gut wegschießen mit dem Präzisionsgewehr. Ich habe da jetzt auch nicht gespammt oder so, sondern immer schön Einzelschüsse gemacht, um quasi reinzukommen. Und ja, es war einfach krass. Ich dachte mir so, wow, was geht hier ab, ey? Wobei ich dazu sagen muss, Aimen ist das eine, aber GTA hat auch viel mit Movement zu tun und im Movement scheiße ich noch richtig rein. Also ich habe es auf der Tastatur noch überhaupt nicht drauf, mich richtig zu bewegen, da richtig auszuweichen, zu dodgen und so, also das kriege ich noch gar nicht hin. Aimen kriege ich mittlerweile ganz gut hin, aber so dieses Bewegen, Weglaufen, im richtigen Moment sprinten, da Munition nachkaufen und Waffen wechseln und so, boah, da bin ich noch so lost, Leute. Das ist bei mir noch ziemlich langsam so. Aber ja, ich hatte allgemein auch den Eindruck, dass auf dem PC es ein wenig friedlicher abläuft. Und zwar ist das dem Textchat geschuldet. Man kann über den Textchat halt direkt mit der Person, die man bekämpft, kommunizieren, was ziemlich nice ist. Auf der Konsole ist es ja so, man kann denen dann übers Handy Nachrichten schreiben und dann ist da dieser blöde Spam-Filter drin und so. Da muss man denen 5 Nachrichten schreiben, dass man überhaupt mal das Wort wenn oder sowas schreiben kann, also total bescheuert. Aber auf dem PC geht es halt viel einfacher und da ist die Kommunikation einfach viel besser und deswegen kann man so Sachen dann auch einfach viel schneller klären, wenn man da jetzt zum Beispiel friendly unterwegs ist oder so. Also ich durfte es zumindest so erfahren, dass es schon friedlicher ist auf dem PC, gerade wegen dieser Kommunikation. Aber natürlich ist es immer noch GTA, da gibt es immer noch ein paar Spastis und so. Und es ist ja auch ganz normal, da sind dann Modder, Abfucker, das gibt's ja auch alles auf dem PC. Also das auf jeden Fall. Und da sind halt Leute auch nicht immer nett, ist ja klar. Aber so im Allgemeinen, so im Großen und Ganzen habe ich das zumindest so schon mal als ersten Eindruck für mich mitnehmen können. Ich wollte da nämlich mit einem Typen auch noch diese Revolver-Challenge machen, wo man dann so $300.000 noch verdienen kann, ganz easy. Aber der hat dann leider die Lobby verlassen, also habe ich es dann alleine gemacht und die Revolver-Challenge alleine gemacht. Und ja, hier war dann direkt das nächste, wovon ich ziemlich beeindruckt war. Drive-By-Kills. Wie einfach ist es denn bitte auf dem PC Drive-By-Kills zu machen? Also sprich Kills aus dem Auto. Ich bin da rumgefahren und habe zwar nur in Anführungszeichen NPCs weggeschossen, aber wie präzise kann man denn da bitte einfach NPCs und generell Leute wegschießen? Wie geil ist das denn? Also ich freue mich richtig darauf, irgendwann mal den Night Shark zu haben, wieder auf dem PC in Kombination mit dem Mark II Revolver. Wie geil ist das denn bitte? Auch das ist auf der Konsole viel schwerer als auf dem PC.
Und ich möchte hier an der Stelle nochmal sagen, sämtliche Videos, die ich vor diesem Video produziert habe, sind auf der PS4 entstanden. Da ist nichts auf dem PC entstanden. Das ist alles PlayStation 4 Gameplay. Dann war da so ein Modder unterwegs und der hat angeboten, Geld zu verteilen. Und ich dachte mir so, ja, okay, komm, schreib's einfach mal mit rein und guck's dir einfach mal an, wie das aussieht. Ja, der hat sich dann auch netterweise zu mir hin teleportiert und hat dann den Money Rain über mich fließen lassen. Und ja, dann ging's los mit den Fehlermeldungen, ne? Da kam dann Transaktionsfail und so die ganze Zeit. Ich konnte gar nichts mehr machen. Ich konnte überhaupt nichts mehr schreiben. Das ging einfach nicht. Ja, aber der Typ hat mir dann Geld gegeben. Es war zwar nicht so mega viel, also klar, für den Start war es auf jeden Fall viel, irgendwas mit $300.000, aber es ist auf jeden Fall noch möglich auf dem PC. Wahrscheinlich nur begrenzt, weil sonst alles gebannt wird, aber ja, in kleinen Maßen immer noch möglich. Also auch die Erfahrung habe ich gemacht, und zwar, wie man von einem Modder Geld bekommt. So, was habe ich als nächstes wieder gemacht? Richtig, ich habe wieder gefightet. Ich habe da wieder ein paar Boys gefunden, die waren auch in der gleichen Sitzung. Ja, mit denen habe ich mich dann wieder gefetzt. Ich wollte, wie gesagt, auf dieses Maus- und Tastaturspiel klarkommen, auf das Snipen klarkommen und so. Und ich muss sagen, es hat tatsächlich immer besser und besser funktioniert. Ich konnte da aus dem Auto und mit dem Präzisionsgewehr Shots ziehen. Da dachte ich mir so, alter Vater. Und wie gesagt, der Schießenskill war einfach noch auf Null. Ich hatte noch nichts an Schießenskill. Und das war die Präzisionssniper. Also, und mit der Präzisionssniper schon so nice Headshots ballern. Ja, mega geil war das. Ich dachte mir so, ey, was passiert denn bitte, wenn ich dann eine Heavy habe? Und vollen Schießenskill ohne Rückstoß. Ich habe da teilweise Shots gezogen, da dachte ich mir so, alter Vater, das hättest du jetzt auf der Konsole aber nicht so hingekriegt. Also, pff. Oder vielleicht schon so hingekriegt, aber nicht so easy wie jetzt hier mit dem Präzisionssniper. Also ihr merkt schon hier im ganzen Video, ich bin ziemlich beeindruckt von der PC-Mechanik und von GTA allgemein auf dem PC. Mega smooth, mega nice. Gut, aber hier muss ich halt auch sagen, die negativen Punkte überwiegen da halt leider ein bisschen. Sobald da auch nur ein Modder in der Lobby ist, kann man es eigentlich vergessen. Wenn ihr da irgendwie vorhabt, in der Lobby PvP zu machen, ihr könnt es vergessen, wenn da ein Modder am Start ist. Ja. Der macht euch das ganze Spielerlebnis kaputt, der portet sich zu euch, der hat God-Mode, der macht mit euch, was er will. Und da hat man einfach keinen Bock drauf, das macht dann auch keinen Spaß. Ihr könnt nicht mal irgendwelche Low-Level beschützen oder so, weil dieser Modder die dann abfuckt. Und ja, ihr könnt einfach nichts gegen den Modder machen. So, das ist halt echt ein riesiger Nachteil auf dem PC, was sehr, sehr schade ist. Aber ja, wenn ihr eine modderfreie Lobby findet, dann könnt ihr da doch ziemlich viel Spaß haben, würde ich sagen. Gerade auch mit Freunden oder so. Also, sobald da kein Modder drin ist, ist es ziemlich entspannt. Aber wenn da Modder drin sind, vergesst es. Und das Einzige, was ich halt hoffe und was ja jetzt auch angekündigt wurde von Sony, ne, mit der PlayStation 5, ist, dass auch wir Konsolenspieler dann jetzt die Möglichkeit haben, mit besseren Frames auf der PlayStation 5 dann GTA zu spielen. Hier finde ich es ganz witzig, dass sie jetzt GTA 5 für die PlayStation 5 angekündigt haben. Ein Kuss geht an der Stelle raus an die ganzen Schmutz-YouTuber, die ganze Clickbait-Scheiße mit GTA 6 die ganze Zeit rausgeballert haben. Ja, da gab es ja teilweise YouTuber, die in jedem Video irgendwie GTA 6 im Thumbnail oder im Titel hatten, wo ich mir dachte, meine Fresse, Alter, was seid ihr denn für ekelhafte Geier? Aber ja, mein Gott. Man kennt's, das ist halt YouTube. Das ist zum Beispiel auch sowas, was ich niemals werden will. Irgendwie so ein Clickbaiter. Ich habe da so keinen Bock drauf. Ich kann das mit mir und meinen Werten überhaupt nicht vereinbaren. Alles, was ihr in meinen Titel oder in meinen Thumbnails sehen und lesen könnt, das kommt auch in diesen Videos vor. Und ich werde euch da niemals über den Tisch ziehen, also. Und deswegen dürft ihr es mir auch nicht übel nehmen, wenn dann irgendwie so Fragen kommen, so, ja, was hältst du denn davon, mal was über GTA 6 zu erzählen oder was glaubst du, wie GTA 6 sein wird? Ich werde darüber einfach nicht sprechen, weil ich möchte das auch gar nicht so in den Titel packen von wegen, ja, wie wird wohl GTA 6 sein und dann irgendwie eine halbe Stunde da in einem Video dumm rumfahren und irgendwie inhaltslose Kacke machen und dann euch irgendwie was vom Pferd erzählen, was ich wohl glaube, was in GTA 6 passiert. Es ist einfach nur so, yo, ich packe jetzt mal GTA 6 in den Titel, damit da schön die Klicks drauf kommen und pack dann am besten noch so GTA 6 ins Thumbnail und dann fahre ich einfach mal wie der letzte Idiot einfach durch die City und mache irgendeine Scheiße und laber dann auch irgendein Bullshit. Aber Hauptsache die Klicks sind auf dem Video. Also ach, ich finde diese Gedanken, das ist für mich ist das sowas von ekelhaft, aber mein Gott, das ist halt YouTuber. Und ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet, aber ich möchte an der Stelle auf jeden Fall nochmal auf Gorilla Army zu sprechen kommen, weil das ist der einzige YouTuber bis jetzt, den ich momentan so kenne, der in meinem engeren Kreis ist, der absolut real ist und den ich sowas von sympathisch finde. Wir sind auf so einer krass gleichen Wellenlänge und deswegen wird der auch immer eine Rolle bei uns spielen, bei uns Rabbits. Und er und seine Community, die werden auch immer irgendwo zwischen uns rumwuseln.
Also das kann ich euch schon mal sagen, damit müsst ihr klarkommen. Auch auf dem Discord-Server wird er vertreten sein. Aber ja, so viel also zu dem Thema. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Wie gesagt, erstes Mal PC. Das waren so meine ersten Eindrücke. Ich bin ziemlich begeistert, was die Performance betrifft. Aber leider auch ziemlich enttäuscht, ja, was halt die Modder betrifft. Also die machen das Game da auf dem PC leider echt unspielbar. Aber ich kann es auf jeden Fall für jeden empfehlen, der die Möglichkeit hat, sich GTA für den PC zu holen und der lange auf der Konsole gespielt hat, das einfach mal auszuprobieren. Es ist wirklich eine Erfahrung, die man mal gemacht haben sollte und wo man wirklich einfach mal reingehen sollte und ja, das einfach mal mitnehmen sollte. Also vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich bin weg, haut rein und ciao, ciao.